Willkommen zu Garden Life. Und mir wurde die Information weitergetragen von meiner lieben Community, dass dieses Spiel definitiv weitergeht. Denn wir wollen ja noch eine Brücke bauen und es gibt noch so viel zu tun. Und deswegen habe ich euch zwei Kommentare mitgebracht. Einmal von Fehlgeschlagen mit der Empfehlung. Ich empfehle dir schon einmal, ganz viel Jasmin anzubauen. Hab heute 2 Stunden für die Quest gebraucht. Noch ein Tipp, falls eine Jasminpflanze keine Blüte hat, einfach einmal komplett runterschneiden. Vielen Dank dafür. Dann haben wir Jenny, die hat auch wichtige Tipps. Sie sagt, hallo, Gnu, wenn die Blumen diese pink glitzernden Fäden haben, gibt es neue Farbvarianten. Das Unspray-Geziefer kannst du auch im Garten auffüllen und musst dafür nicht in den Pavillon gehen. Ah, okay. Im Garten. Wo? Die Brücke schaltest du im Laufe des Spiels frei. Du musst nur jeden Tag die Aufgaben machen. Und dann bekommen wir hier an dem Board die Aufgabe für die Brücke. Meine liebe Live-Community ist wieder auch dabei. Deswegen ganz liebe Grüße einmal von allen. Die sagen euch ganz süß Hallo. Kommt doch gerne mal vorbei. Ist immer schön. Und ich glaube, von den Lilanen haben wir hier jetzt gerade keine. Aber wir haben wieder Ungeziefer-Spray und meine Pflanzen sterben. Wir haben eine Aufgabe nämlich bekommen, deswegen mache ich bei dieser Aufgabe nämlich weiter. Und zwar ist es von der Jasmin, der Verlobte, der hier eine Riesenaufgabe hat. Und zwar möchte der ganz viel Jasminblumen haben. Weswegen ich nämlich jetzt vorschlage, dass wir genau das machen, was uns gerade empfohlen worden ist. Wir holen uns gleich ganz viele Jasminsamen und dann machen wir unseren Garten schön weiter. Wundert euch nicht, wenn ein bisschen die Pflanzen anders sind. Mein Speicher hat es verhauen, ich musste einiges nachholen. So, und hier jetzt wieder Insekten. Obwohl ich hier mein Ding aufgestellt habe. Das ist ja weird. So, wo kann ich das jetzt Ungezieferspray auffüllen? Ach so, geil. Ich muss es wirklich nicht jedes Mal nachfüllen. Ja, dann ist es ja easy. Cool. So, ich muss jetzt gehen. Macht eigentlich von euch jemand im Chat ein bisschen Gartenarbeit, Leute? Gibt es jemand, der sich mit Pflanzen auskennt und Gartenarbeit macht? Ich muss sagen, ich habe große Lust. Ja, ich ein bisschen. Ja, ich. Ist schon voll viele. Ist ja voll süß. Das ist actually cute von euch. Das ist sehr süß. Ich habe dieses Jahr angefangen, im Garten zu arbeiten. Ich finde es so cool. Ich glaube wirklich. Also ich bin ja gerade so ein bisschen dabei. Ein paar haben es ja von euch sicherlich mitbekommen. Sonst kann man es ja hier auch nochmal sagen. Ich bin seit einiger Zeit wieder Single und ich versuche gerade sehr viel Zeit so für mich selber zu verbringen und einfach zu lernen, wie man mit sich selbst am besten die Zeit verbringt, weil ich habe es total vergessen irgendwie. Ich habe vergessen, so mit mir selber was anfangen zu können und ich habe mich gestern mit voller inspirierenden Freundin getroffen. Oh mein Gott, das ist so schön, Leute. Trefft euch mit vielen Menschen, redet. Das ist, ich sag's jedes Mal, spontan auf Treffen gehen und mit Menschen sprechen, es bringt einen so weiter. Und die ist auch so eine richtige Macherin und die hat gesagt, sie findet es so toll, einfach zum Beispiel abends irgendwo sich alleine mit einem Kaffee hinzusetzen, wenn Sonnenuntergang ist und Leute zu beobachten. Sie geht jetzt auch einfach alleine mal in Urlaub, sie geht alleine irgendwo hin und liest ein Buch raus, irgendwo auf eine Wiese. Das sind so Sachen, die macht man gar nicht mehr, so alleine einfach. Und das ist, bin ich gerade auch so ein bisschen dabei, deswegen zähle ich auch gerade so ein bisschen Gartenarbeit für mich. Dass ich gerade einfach so ein bisschen, ich habe voll Bock irgendwie so ein bisschen mal mehr wieder mit mir selbst anzufangen. So, das verlernt man einfach. Man verlernt's. Aber da habt ihr bestimmt sicherlich auch so ein paar Tipps und Tricks für mich. Und deswegen finde ich das ganz arg süß, wenn man so Gartenarbeit einfach macht, ne? Vielleicht gucke ich mal echt, ob ich irgendwo ein Stück Garten bekomme und einfach meine Gartenarbeit für mich daherwurschtel. So meditative Sachen. Ein Tipp zum Spiel. Jasmin ist eine Rankpflanze. Sie braucht also ein Rankengitter. Genau solche Dinge möchte ich auch im echten Leben lernen. So, da gucken wir mal, wo kriege ich die denn her? Ich glaube, die kann ich doch... Kann ich mir die kaufen, ne? Ich mache das jetzt mal gleich. Ich guck mal, dass ich kurz die Aufgaben hier erledige. Das kann ich ja eigentlich schon direkt abgeben. Ich mache Praktikum bei Blumenläden. Das ist so cool, wenn man das kann, Leute, wirklich. Wenn man sowas kann, das ist so cool. Wir brauchen eine lila Schnitte und Flieder. Das machen wir auch noch schnell. Zack, 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 zack. Und dann holen wir uns gleich ein Gitter, wo die hochranken kann. Flieder. Warum zählt der mir denn nicht? Ach, blassblau.
Ach, deswegen zählt er nicht. Oh, Jemini. Ja, finde ich auch toll, muss ich mit den Gartenarbeit, das ist so toll. Ich habe nur Angst vor den Insekten. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich habe halt echt Panik vor Insekten. Und wenn ich dann einen Encounter, einen Insekt mache, dann glaube ich, habe ich richtig Schiss. Aber das wäre eigentlich echt voll die süße Idee, ne? Eigentlich wäre es richtig, richtig cute, wenn man das macht. So, schaut mal, wie schön meine Pflanzis. Ich habe nämlich ein bisschen bei Gardenlife mal geguckt. Die Leute fangen halt an, echt die Pflanzen, natürlich, hier auch einfach mitten rein zu pflanzen, dann so süße Wägelchen hier drumherum zu machen. Also richtig süß. Ich finde, man gewöhnt sich eigentlich an Insekten. Findest du? Ich habe damals auch Schulpraktikum als Floristin gemacht. War eine schöne Erfahrung. Das ist so schön, Leute lernt es. Ich finde es auch toll, wenn man sich mit den Pflanzen und allem auskennt. Das ist wirklich schön. So, Narzisse machen wir mal weg. Schnitte der Narzisse kann man auch wegmachen. Tulpen, Funkie. Nur halt die Jasmin nicht. So. Ich guck mal, ob ich so ein Ding bekomme, wo die hochwachsen können. Oh, hello, dearie. Hallo. Haben wir hier das irgendwo? Oder konnte ich das nicht bauen? Ich glaube, das konnte ich einfach bauen, ne? So ein paar Jasmins noch pflanzen gleich. Ich glaube, das kann ich bauen. Oder hier, ausgefallene Holztrennwand. Beliebt diese... ja, aber ich glaube, das ist nichts, wo die hochwachsen. Ne? Das muss ich mir doch bauen, oder? Wo war das nochmal? Man kann übrigens auch so süße kleine Pflanzentöpfchen nehmen und da wirklich dann auch die Pflanzen einpflanzen. Den müsst ihr also nicht nur im Boden pflanzen. Dann gibt es hier noch so ein Windspiel, das hole ich mir jetzt. Oder so eine süße kleine Lampe. Ja. Im echten Garten... helfen Lavendel und Storchschnabel gegen Mücken. Süß. Ey, das ist süß, dass ihr da so rumhandwerkelt. Na, das ist schön. Das ist sehr schön. Ich mach mal so ein Windspiel hin. Hier. Oh. So, jetzt ist natürlich übel viel Jasmingelb. So, da wollen wir noch ein paar hinflatschen. Und ich freue mich. Und das Coole an dem Game ist... ihr könnt es ja noch richtig krass ausbauen, ne? Also das ist ja... das hier kommt noch weg, dann könnt ihr durch. Habt ihr das riesen Pavillon, ihr könnt noch eine Brücke da hinten bauen, dann habt ihr auch noch viel mehr Platz. Und ihr könnt Sprenkler und alles noch reinpacken, dann geht das alles noch mal viel schneller. So, zack, 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 zack. No, danke schön, ihr seid so süß. Ihr seid so süß zu mir. Hört auf damit. Genau, ich kann ja eigentlich aus dem hier diesen Fliederstrauß oder so, ich kann doch so ein paar Fliedersträuße machen eigentlich, oder? Ich hab doch so viel. Nö, ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts, okay. So, lass mal schauen. Bam, bam, bam. Was gibt's hier denn alles so? Was habe ich hier? Narzisse Blassgelb, ja, da habe ich jetzt auch mittlerweile echt schon viel. Und da habe ich so viele, 23, die kann ich alle gar nicht mehr pflanzen. Das reicht langsam mal. So ein paar Tulpen werden langsam aber auch echt viel, ne? Ich weiß langsam nicht mehr, wohin damit. So. Rote Rosen, ja, wird langsam auch echt viel, muss ich sagen. Also ich weiß langsam nicht mehr, wohin damit. Wohin damit? So, jetzt gießen wir das nochmal. Oh, die Musik ist so schön. Also ich liebe dieses Spiel wirklich. Also das, ich habe das gesehen und wusste, genau sowas will ich für meine Jasmin-Dinger. Wo kriege ich das her? Kann ich das bauen? Ich glaube, das kann ich bauen, oder? Wo habe ich das her? Wo habe ich das her, Leute? Erinnert ihr euch? Was ist denn das? Ein Laternenpfahl. Wo hatte ich das denn? Nee, das hat mir die eine gegeben. Das hat mir die eine gegeben. Tatsächlich. Ach, guck mal, Herzblume. Das sind ja meine ganzen Sachen, die ich... ach, jetzt verstehe ich. Meine Iris, meine Funkie Flieder, Alpenfeilchen. Ach, der packt die da automatisch rein. Deswegen waren die weg. Boah, die ist aber so riesig. Eigentlich habe ich die ja schon hier. Das lasse ich jetzt mal. Herzblümchen, Funkie Flieder. Die haben wir aber auch schon hier. Alpenfeilchen. Ich glaube, ich packe die wieder zurück. Ich liebe diese Stimmung sehr vom Spiel. Ich auch. Das ist so eine angenehme, schöne Stimmung im Spiel. Und da hast du hier so einen süßen kleinen Samenschrank. Hast du auch so süß. Oh.
Ja, ich glaube, das ist das. Und mit sowas befassen wir uns heutzutage gar nicht mehr, oder viele nicht mehr. Weil halt, wie gesagt, wir leider zu viel im Internet hängen. Und diese meditative, schöne Arbeit von früher. Herrlich. So, ich dünge das hier mal, dass es ein bisschen schneller geht. Das ist nämlich genau die Aufgabe, die mir nämlich vorhin gesagt worden ist, dass die ewig dauert. Schneller, schneller, schneller! Schneller! Oh, es ist schön hier. Schaut mal, wie schön. Und dieser Baum, ne? Oh mein Gott, dieser Baum. Was würde ich tun für einen Garten mit so einem Baum? Leute, was würden wir tun? Wunderschön. So, kommt da schon was oder braucht es noch? Ich soll die auch ein bisschen runterschneiden, ne? Da kommen sie ja schon. Jai! Das tut total weh, wer ist die kommen und du schneidest ihnen direkt den Kopf ab. Oh, die Geräusche, ich lieb's. Es ist so schön. Es ist so schön. Was haben wir eigentlich noch für Aufgaben? Was will die denn? Iris, lila habe ich ja nicht, ne? Die ist ja, aber die ist ja eigentlich lila, aber es ist kein Iris, ne? Doch, das war eine lila Iris. Warum hat das jetzt funktioniert? Hallo, ich hätte gern das Blatt. Uhi. So geil. Das hängt hier irgendwie fest, ich komme nicht ran. So, Funkie Flieder. Das war doch die hier, oder nicht? Ah, die ist nicht Flieder, ne? Ne, ist Iris. Oh, ich muss nach Hause schon wieder. Deswegen bin ich Gärtnerin geworden. Ey, ich verstehe das so sehr. Das ist so toll, wenn man das alles weiß und kann und sich das selber anpflanzt. Das ist wirklich toll. Ganz, ganz, ganz toll. So, schauen wir mal kurz. Was sind hier die Aufgaben? Pfingst, Rot, Dunkel und Tulpen. Das mache ich schnell. Ich mache schnell die Tulpen und das Dunkle, weil es gibt jedes Mal Geld. Ist ja so geil, wenn Pflanzen wirklich diese Geräusche machen. So, wuh, wuh, wuh. Die freuen sich übel abgeschnitten zu werden. Okay, das sind noch keine Roten. Sind das hier die Roten? Nee. Manchmal hole ich die Dunkle, manchmal nicht. Das sind doch... Hä? Diese Insektenfallen kann ich euch übrigens sehr empfehlen. Warum nimmt ihr jetzt keine Pfingstrosen dunkel mehr? Das sind doch dunkle Pfingstrosen. Das hat doch sonst auch geklappt. Naja, egal. Wir fahren es erstmal heim. Lieben wir. Meine Mutter will mir den Hals umdrehen. Wir haben Waldrandgarten und noch ein Meer würde zu viel Schatten werfen. Ja, gut, verstehe, verstehe. Oh nein. Ich habe schon wieder Insekten. Also die Insekten hasse ich. Das Beste, was man machen kann, ist wirklich, sich ganz viele von diesen Insektendinger zu holen. Da muss man das nämlich nicht machen, weil die machen nämlich alles kaputt. Diese Kackdinger. So, weg damit. Wo sind hier noch welche? Wieder Unkraut weg. Hier sind auch noch welche. Das Unkraut, ne? Das jeden Tag einfach wächst. Wobei das Unkraut hier eigentlich schon schön ist. So, hier auch wieder Skandal. Verstehe ich nicht. Obwohl hier einer steht. Ach so, der reicht gar nicht aus, ne? Der hat doch voll den kleinen Radius. Naja. So, dann machen wir wieder das ganze Unkraut hier rein. Bam, bam. Hm, kann man da nicht einen Strauß draußen machen? Ah doch, guck mal. Ein lila Iris-Strauß. So, da mache ich jetzt ganz viele und verkaufe die nämlich gleich. Bang.
Ach, guck mal, lila bedeutet doch, dass da eine neue Farbe entsteht. Meine Lieblingsblume. Was ist meine Lieblingsblume? Ich glaube... Boah, das ist schwer. Meine Lieblingsblume. Ich finde die rote Spinnenlilie aus Japan so geil. Aber eigentlich finde ich, es gibt fast gar keine zu schönste Blume. Es gibt so viele tolle Blumen, wenn man sich mal genau anschaut. Die sind ja schon unfassbar viele schöne dabei. Was ist denn eure Lieblingsblume? Eine Jasmine. Wir haben uns einen Garten gekauft, warten jetzt nur auf die Schlüssel. Ach, wie süß, Anna. Oh, das ist so schön und cozy. Ist ja schon fast romantisch. Schön, ganz arg schön. So, da düngle ich jetzt gleich nochmal drüber und tu die mal runterschneiden. Fühlt sich an, als würde ich die einfach umbringen. Was wächst hier Dummes? Will ich nicht haben. So. Rein. Und das hätte ich auch mal gerne wieder. Ich mache mal ein paar Samen hier wieder rein. Es wird langsam voll, meine Tasche. Yes, yes. Oh, mehr passt hier gar nicht rein, oder was? Oh, nee, falsch gedacht, sorry. Das packe ich mal raus und das packe ich rein. So. Dann kann nämlich das hier wieder rein. Bam, bam, bam. So. Bam, bam, bam. So, was wollen die denn hier eigentlich alle? Die will wieder die Iris haben. Liebe deine Videos, die machen mich immer fröhlich. Dankeschön. Kannst du für die Brücke jemanden anrufen neben der Haltestelle am Telefon? Kann ich gleich mal gucken. Mir wurde gesagt, dass es einfach eines Tages jetzt am Brett ist. Ich glaube, ich muss noch die Aufgabe von dem einen Verlobten von dieser Jasmin machen. Und ich glaube, dass dann die Brücke gemacht wird. Also man muss einfach die Aufgaben auch erledigen. Und nach stellen sich nämlich dann auch die einzelnen Charaktere vor. Bei einem. So, was sind denn noch die Aufgaben? Rot, Tulpen. Die wir jeden Tag Tulpen, ey. Mir würde das so wehtun, da jeden Tag irgendwie die Dinger abzuschneiden. Ich glaube, das würde ich nicht machen. Auch noch eine Narzisse. So. Noch ein paar Tulpen. So. So, zack, 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 zack. Weg damit! Braucht noch ein paar Narzissen. Paar Narzissen, meine Freunde. Davon habe ich jetzt echt genug. Kommt es eigentlich von Narzisst? Narzissen? Das ist die Blume, die... Narzissen gelb. Aber habe ich doch gesammelt. Tschu. Ach so, wenn ich keinen Platz habe, kann es sein, dass wenn ich keinen Platz habe, dass der die Pflanzen nicht mehr... Nee. Doch, doch, ich glaube schon. Wenn man keinen Platz hat, dann schneidet die nämlich keine Blumen mehr ab, sondern nur noch Dünger. So, jetzt haben wir die dunklen Pflanzen hier. Beautiful. I just want you to know. Wird mir voll wehtun, wie gesagt, die alle abzuratzen. Furchtbar, fühlt sich nicht gut an. Weil mir sind schon gar keine Blumen mehr dran. Jetzt reicht's langsam mal. Die Arme, die existiert schon gar nicht mehr. Sind einfach keine mehr da. Ich muss jetzt mal in Ruhe lassen, ey. Und ich mache mal so ein bisschen Dünger drüber. Furchtbar. Danke für die ganzen Subs. Die lese ich nach der Folge direkt vor. Vielen, vielen Dank. So, und hier haben wir noch ein paar Jasminis. So. Gucken wir mal. Oh, es fehlt gar nicht mehr viel. Cool, ich habe die Aufgabe gleich geschafft. So. Und Iris. Was ist mit der Oma? Die wollte doch auch was hier. Was ist denn die Funk hier, Flieder?
Ich habe keine Funkienflieder. Das ist schon ewig da, die Aufgabe. So, jetzt haben wir das. Das heißt, es fehlt nicht mehr viel. Genau, die Sachen bringe ich jetzt mal zu. Oh, ein roter Tulpenstrauß kann ich eigentlich auch machen. Und dann bringe ich das jetzt mal in meinen Laden, ein bisschen Cash zu machen. Cash. So. Übrigens machen wir in den nächsten Tagen, das wollte ich schon mal ankündigen hier. Oh, was sind das? Ah. So eine Art Gnubian-Seelensorgen-Talk-Format. Ich sage euch immer noch alles dazu, wann, wie, wo, weshalb. Also keine Sorge, Informationen kommen noch. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Und es kommt wahrscheinlich jetzt dann am Freitag eigentlich das krasseste überhaupt, was ich jemals gemacht habe auf meinem Hauptkanal als Video. Schnell, sagt immer. Ich sag euch aber Bescheid. Also nur, dass ihr schon mal davon gehört habt. Cheerio. Dann geht's weiter. Oh, Nightly. Gute Besserung. Das ist mit dem Krankenhaus. Warum denn? Was denn passiert? Was macht ihr denn immer? Stop it! So, bam, bam, bam. Ja, also die Aufgabe mit den Jasmin ist ähnlich wie bei Disney Dreamlight Valley. Prepared euch einfach. So. Dann muss noch einen Strauß machen und dann Helmos. So, ein gelber Jasminstrauß und dann ist das auch schon erledigt. Hier brauche ich auch mal wieder noch ein paar. Dann haben wir das, glaube ich, auch gleich erledigt, die Aufgabe. Ja. Aber vielleicht mache ich da auch mal schnell Düngungsmittel. So ein Blätterhaufen, ne? Da sehe ich schon die ganzen Insekten drin, die auf dich warten. Hier auch noch drauf, why not? Auch ein bisschen mehr Iris. Let's go. So, keimet, wachset, gedeiht. Hier, diese Funkie. Flieder, wie kriege ich die denn? Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Gnu wäre ich tot? Was? Ohne Gnu wäre ich tot, das weiß ich genau. Nein. Weiß jemand, ob Gnu eine Zeichnung von ihr irgendwie zukommen lassen kann? Ja, einfach an meine Management-E-Mail schicken. Oder du bringst es mir vorbei auf der Gamescom. Da könnt ihr mich dann auch wieder treffen. Das würde mich sehr freuen. Let me think about it. So, nur noch drei davon und von den Pfingstrosen. Dann haben wir so. Oh, die sind ja schnell nachgewachsen. Holy shit. So, ich glaube, dann haben wir das jetzt. Ja, geil. Und let's go. Und dann brauchen wir nur noch hier drei und dann haben wir diese Aufgabe auch erledigt. Aber ich frage mich, wie gesagt, diese Funk hier, haben wir die vielleicht hier irgendwo zufällig gerade? Gelb, lila, Strauß, das? Nee. Die Funkie. Oh nein, jetzt muss ich nach Hause. Ich will da noch gar nicht. Die Funkie würde ich gerne mal sehen. Und was ist das hier? Sind das wieder rote? Oh, dunkelrose Pfingstrosen. Davon mache ich doch gerne mehr, weil da habe ich nämlich zu wenig von. Ja, ich muss aufpassen. Jetzt langsam kein Platz mehr jetzt. Wir sind einfach zu overcrowded hier. So, jetzt haben wir das. Yes. So, mein Herr. Wir haben Ihren Gefallen getan. Das ist gut, weil das war eine Quest. Morning, friend. Thanks for the Jasmine. Guten Morgen. I think this is going to be a good batch. Guten Morgen. Danke für den Jasmin. Ich denke, das wird eine gute Portion. So, I reached out to some people Jazz and I have worked with in the past. They said they'd be willing to come out here to help you fix up the garden some more, oh, if you want. Kriege ich jetzt die Quest mit der Brücke? I've put their details, ja, up on the board next to the mailbox there. You can call them anytime to come and make changes. Ja, wir können, okay, die Brücke machen. I've got some tea to brew. Thanks. Wow, nice. Ich glaube, das kommt dann. Oh, cool, hier. Geil, wir können das hier wegmachen. Weg mit dem Schund. Die Brücke. Griechischer Zaun ist dann auch weg.
Und dann noch ein schwarzer Schuppen. Geil, wir machen auf jeden Fall die Brücke erstmal, oder? Ja, 5000. Okay, da müssen wir jetzt... Oder 500. Griechischer Zaun wäre auch geil. Und schwarzer Schuppen. Was ändert sich da? Machen wir mal das. Habe ich da was geändert? Wo hat sich was geändert? Ach so, das ist jetzt anders, oder? Wo ist denn der griechische Zaun? Die Brücke, Leute. Wir müssen jetzt ganz viel Geld schöffeln. Ich will diese Brücke. Geil! Dann haben wir nämlich voll den riesen neuen Platz. Cool. So, das patschen wir jetzt alles rein. Wobei die Iris vielleicht nicht, weil es ja eine Quest. Aber ansonsten, nice. Cool. Ich bin happy. Geil. Endlich neue Aufgaben. Wupp, wupp. So, bedeutet, wir fahren jetzt nach Hause und dann sparen wir auf die 5000, meine Freunde. Auch schön, wenn es regnet, da muss ich nicht gießen. Perfekt. Und wir müssen die Aufgaben erledigen. Dann gibt es auch Geld. So, was möchte der? Nieswurz. Easy, Nieswurz. Let's go. Ja, man lernt doch hier die ganzen Namen der Pflanzen. So. The Frank, guten Morgen. Ich wünsche dir einen guten Morgen, weil ich finde, es ist ein guter Morgen. I hope you're having a splendid day. I'm Frank. I run the local gym in the village. Oh. A place for all people of all ages to be active and healthy. It would be lovely to host you there. Ein Fitnessstudio. My wife and I are redoing the decorations for the place at the moment. And I thought it might be nice if we had vases of sunflowers about to make it pop. Will also für sein Fitnessstudio Sonnenblumen haben. And as you found your feet around here now, I thought, who better to ask than you? Everyone at the gym will greatly appreciate. Mach ich. Sonnenblumen. Oh, da ist mein Garten jetzt. Guck mal, jetzt habe ich einen neuen Zaun. Ich will auch so einen schönen Garten haben, Leute. Vielleicht machen wir das echt ohne Witz. Nächstes Jahr ist großes Projekt, dass ich mir irgendwo ein Stück Garten kaufe, mir von dort aus Livestreams machen. Das wäre doch ultra süß, oder? Und dann kommen so, es wäre voll süß, so das GNU-Gartenprojekt. Und dann müssen immer aus der Community mir Leute helfen. Das wäre doch voll süß, oder? Oh, das wäre ja so eine süße Idee. Ey, ich schreibe das mal in mein Management. Moment, das wäre ja so eine süße Idee. Moment. Okay, ich schreibe den mal. Das wäre voll die süße Idee. So einen süßen Garten, den man zusammen macht. Wie viel wollen die? Einfach mal super viel. Das wäre richtig süß. Und dann könnten wir auch gucken, ob man zum Beispiel halt den Profigärtner mit dazu nimmt. Und dann wirklich so ein Gartenparadies baut. Das Problem ist halt immer, ne? Ich muss es leider sagen. Süße Projekte birgen immer Gefahren von Leuten, die dann ernsthaft vorbeikommen und es kaputt machen. Ne? Das muss man halt irgendwie gucken, wie man das dann schützen kann. Dass dann nicht irgendwelche Trolle vorbeikommen und das zerstören über die Nacht oder so. Es ist halt leider Internet, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Aber das wäre richtig süß. Ich habe einen Traktor. Das wäre voll süß, oder? Wenn man das machen würde. Ja. Die Brücke ist noch nicht gebaut. Dafür sammeln wir jetzt Geld. Und dafür hole ich mir jetzt ganz viele Sträuße. Boah, ist das gewachsen hier. Damit wir dann das Geld haben und die Brücke quasi bauen können. Müssen wir alles so ein bisschen hier zusammenschneidern. So, packen wir mal alles hier mal wieder rein. Mache ich jetzt mal die Samen hier rein. Langsam haben wir ein bisschen viel von allem. Wir haben jetzt aber auch echt schon hier viele. Guck mal, rote Sonnenblume, dunkelrote Pfingstding, Lilie rot, auch interessant. Tulpe schwarz. So Sachen sollte man hier. Funke Flieder, da ist es doch endlich. Das ist doch das, was sie die ganze Zeit will. Funke, Tulpe schwarz packen wir auch mal hier hin. Und die Funke Flieder wollte sie doch die ganze Zeit. Funke Flieder, da haben wir doch endlich mal eine.
Machen wir die hier hin. Bam. So. Dann mache ich mal ein paar Sträuße. Lila Irisstrauß. Blassblauer Fliederstrauß vielleicht. Ein paar. Hat doch wieder nicht genug Platz, oder was? Das haben wir gar nicht. Ist so schön, wenn man hier drin ist, wie dann der Regen prasselt. Mei, ist das schön. Das Spiel ist einfach schön. Kann man nichts anderes gegen sagen, echt. So, der will die Sonnenblumen und die will die Schnitte. So, ich mache die Sonnenblumen hier ab. Und mache noch schnell Dünger. Dann wächst es hier nämlich immer wieder schneller. So. Oh, ich habe noch voll viel Funk hier, Flieder. Warum habe ich das nie gesehen? Es wird langsam eng, Leute. Muss man sich echt in seinem Garten gut auskennen, ey. Hilfe! So. Uiuiuiui. Das wuchert du. Man muss sich halt auch echt drum kümmern, ne? Sonst wird das halt alles nichts. So. Jetzt gehen wir mal kurz und geben ein paar Sachen ab. Cozy, ich liebe dieses Spiel. Das ist Garden Life. Ein unfassbar tolles Game. So, Iris behalten wir. Nieswurz geben wir ab. Das behalten wir. Jo. So. Obwohl, das kann ich auch abgeben. So. Okay. Wir sparen für eine Brücke. Okay, dann schnibbeln wir hier noch ein bisschen ab. Das gefällt mir nicht, wie das sich hier verhält. Und genauso meine Rosen, ne? Die Rosen, die wuchern hier immer weiter zu. Das wäre ein cooles Game, was man zusammenspielen könnte, finde ich. So, ein bisschen stutzen hier alles. Und dann wächst hier mein fliederfarbener Wurzi. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was von dem Star. Und dem Star. So, dann schnippeln wir auch mal wieder die Sonnenblümchen ab. Das wird mir so wehtun, ne? Da wachsen deine Sonnenblumen, du schneidest denen einfach komplett den Schädel ab. Bäm. So. Das wächst. Das gedüngt. Keine Fliegen. Hier ist übrigens auch Jasmin. So, wachse! Aber ich dachte, das ist wahrscheinlich Flieder. Aber Funk hier, will sie doch. Ich habe doch Fliederfunk hier. Ja, wieso zählt das denn erst jetzt? Weird. Manchmal ist es komisch, ne? Manchmal schnallt das Game das irgendwie nicht. Weil hier hinten habe ich doch auch Funkchen. Flieder. Ja, weird. Naja, egal. So. Fehlen nur noch die Sonnenblümchen. Haben wir noch irgendwie was, wo wir... Da machen wir auf jeden Fall noch einen Strauß. Lila. So, das bringe ich noch kurz weg und dann können wir nach Hause fahren. Yay! Sowas in VR wäre echt toll, ja. Das wäre echt toll. Aber ich überlege mir echt mal, ob wir uns nicht irgendwie so einen Community-Garten holen und da wirklich im Ernst Sachen anbauen. Das wäre so süß. Weil ich weiß halt, dass ich mit euch sowas machen kann, ne? Wir müssen halt, wie gesagt, nur aufpassen, dass da nicht Leute hinkommen, die das kaputt machen. Aber dass man das mit der Community macht, wäre schon übel süß. Halt dann vielleicht für nächstes Jahr, weißt du, ich gucke, ob man irgendwo was kaufen kann. Vielleicht habt ihr Ideen, die ihr in die Kommentare reinschreiben könnt. Aber das wäre echt unfassbar cozy. So.
Meine Sonnenblumen sind auch wieder da. Die roten nehme ich auch gleich mal mit. Rote Sonnenblumen. Was macht eigentlich meine schwarze Tulpe? Sie ist übrigens auch noch gar nicht da, oder? Da, die wächst gerade noch. Spielt ihr eigentlich noch aktiv Animal Crossing? Ich glaube, bewässern muss ich hier nichts mehr, ne? Fahrt's mal heim, es wird langsam dunkel. Time to go. Nein, leider nicht. Meine Schwester ist übelst der Sucht verfallen. Die spielt so viel Animal Crossing, weil ich habe der das Spiel empfohlen und ihr habt deine Switch geschenkt zu Weihnachten. Also, die hat's richtig erwischt. Und es macht richtig Bock, der nochmal so nebenbei ein bisschen zuzugucken. Drei Leute schreiben, ich spiele gerade parallel, wie geil. Süß. Wieder das verdammte Unkraut. Und hier jetzt noch ein bisschen was zum Wegmachen. Die verdammten Insekten immer wieder. Hier auch. Ganz viele. Das wäre halt so mein Problem, ne? Ich bin nämlich die, die früher Pflanzen, also Blumen gepflückt hat und die Blumen hingeschmissen hat, als sie gesehen hat, dass irgendwas rausgekrochen ist. Und weggerannt ist. Das bin ich. Oder das war ich. Hat sie sonst irgendwo Insekten? Ja, hier. Die machen die ganzen Blumen kaputt, die Schweine. Weg mit euch. Hinfort. Hey, was sammle ich denn hier denn ein? Hä, wie sammle ich denn das ein, wenn ich E drücke? Ach, witzig, wenn ich hier E drücke, sammle ich hier was ein. Ach, das wusste ich gar nicht. Setz dich auf die Parkbank. Oh, das wusste ich auch nicht, dass ich das machen kann. Süß. Ach so, wenn man da dann durchläuft, kriegt man neue Samen. Ah, witzig. Voll schön hier mit der Parkbank. Wo hat sie noch Insekten? Man lernt nie aus, ne? Hat sie noch irgendwo Insekten? Glaube nicht. Ja, witzig, ey. Ich dachte, ich höre noch irgendwo was. Ja, hier, ich wusste es doch. Weg. So, wie viel Samenstuff habe ich denn jetzt eigentlich? Jasmingelb. Hortensie weiß hatten wir noch nicht gepflanzt, ne? Das wäre auch nicht schlecht. Alpenfeilchen rot, Narzisse rot. Oh. Narzisse rot habe ich auch noch nicht. Und eine Hortensie. Aber Hortensie weiß habe ich ja schon, das brauche ich nicht. Vielleicht bei den Rosen. Narzisse gelb habe ich alles schon. Alpenfeilchen rot. Ich glaube, Alpenfeilchen rot habe ich auch noch nicht. Habe ich ein rotes Alpenfeilchen? Ja, doch, hier. Oder? Das ist doch das Alpenfeilchen. Ich muss sagen, manchmal fällt es mir noch ein bisschen schwer. Gucken wir mal einfach. Ach so, jetzt checke ich das. So kann man sich immer die Samen holen. Und wenn es rosane sind, dann geben die nämlich andere Samen. Ich hab's endlich gecheckt. So, jetzt haben wir die Aufgabe auch erfüllt. Dann mache ich noch ein paar Sträuße. Und dann wollen wir die Brücke. Got it. So, was wollen die? Rote Rosen. Thank you for all these wonderful sunflowers. They will look magnificent in the gym. Gerne doch. I don't have a specific object to give you, but I did find this note lying around. It should help you craft something new with that craft invention of yours. Cool. Der gibt mir was. I hope you have a splendid rest of the day.
Da gib mir was, damit ich was Neues craften kann. Das ist geil. Und worauf ich, glaube ich, auch gar nicht klarkommen würde, wenn du dir einen Garten selber machst und auf einmal wird der geraidet von Bienen oder sowas. Darauf würde ich auch nicht klarkommen. Oder wenn da so viel Wespenzeugs und sowas ist. Das ist ein serious problem. Ich glaube, damit würde ich auch nicht klarkommen. Guck mal, die schwarze, wie cool. Das ist auch was, was ich... Ich hasse nicht Bienen oder Wespen, aber das ist wie mit Katzen. Die haben ein Problem mit mir. Das verträgt sich einfach generell schon nicht. Pfingstrose dunkel. Warum habe ich jetzt schon wieder keine Pfingstrose dunkel hier? Hä? Das ist so weird. Oh, guck mal, da hat es eine neue Farbe auch. So, jetzt haben wir was Neues. Hier, schaut mal. Nieswurzelrosa. Ey, cool, hier ist ein Laternenpfahl. Was haben wir hier neu? Nieswurz und Narzisse gelb. Ich guck mal kurz in meinem... irgendwas Neues. So, das ist Nieswurzweiß haben wir. Narzisse gelb haben wir. Nieswurzhellrosa lasse ich mal. Und dann hatten wir hier doch irgendwo jetzt eine neue. Hier, dunkelrot. Haben wir aber schon. Ich hatte doch noch irgendwo eine andere jetzt. Lilierot. Wo ist denn jetzt der hin? Fliederblassblau. Hortenseweiß. Hier, Pfingstrose weiß. Oh, schön. Eine weiße Pfingstrose, Leute. Schön. Ich lieb's. Oh. So, gut. Was haben wir noch? Was ist das? Eine Nieswurzrosa. Die kommt auch noch hier hin. Nieswurz. So. Nun ihr im Element, ey. So, und die braucht wieder diese blöden roten Dinger da. Aber irgendwie... Ah, jetzt. Aha. Got it. I got this. So, geil. Ja, ich lerne langsam, wie Pflanzen heißen und wie sie sich verhalten. Wir haben alle Aufgaben erledigt. Ta. Und wir haben gleich Geld für die Brücke, meine Freunde. Denn live ist das Beste am Tag. Ihr seid so süß. Und danke, Bruder Mau, für 1000 Bits für den Weltfrauentag. Ich lese gleich alle Subs vor. Ich bedanke mich so, 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 dass ihr da seid. Und trotz, dass ich immer so eine spontane Streamerin bin, ne? Ich werde das ändern. Ich gelobe Besserung. Ich gelobe Besserung. Mit Streamingplan. Es war halt, wie gesagt, echt viel private shit bei mir, ne? Ich musste erstmal echt auf meine Existenz klarkommen. Manchmal hittet das Leben halt hart, ne? So. Ich hasse das, wenn die da sind. Süß. Ey, das ist furchtbar, Leute. Das ist wie, als hätte ich mich nicht gewaschen. Geht weg von meinen Blumen. Hier auch schon wieder. Also ihr könnt euch, wie gesagt, diese Insektenfallen holen. Dann bleiben die nämlich weg. Das ist eigentlich ganz nice. Macht nichts. Ach, das ist lieb von euch. Danke, danke, danke. Ich weiß, dass ihr da entspannt seid, aber es ärgert mich halt jedes Mal selber. Hä? Was ist denn das? Oh, das ist ja ganz schön groß. What the heck? What are you? I don't have space for you. Was ist denn das? Ein Brunnen oder was? Bub. Okay. Ich lasse mal hier stehen. Ich kann ja die Sachen jederzeit entfernen. Wir machen jetzt einfach mal Cash, Money, yay. So wie es dir am besten passt. Manchmal muss man halt auch etwas ausfallen lassen. Ja, vor allem, wenn ich was ausfallen lasse, ist ja nicht so, dass ich nicht arbeite, ne? Also ich arbeite ja immer. Da
hat meine Schwester mich letztens gefragt, was machst du eigentlich außerhalb vom Arbeiten? Hast du, meine Schwester hat so für mich das perfect cozy life, ne? Die macht halt alles immer, du gehst zu der und es ist alles schön, die richtet immer alles schön an, die erfreut sich einfach an so vielen Dingen, die ist so richtig süß. Und dann hat die gesagt, ja, sie freut sich zum Beispiel so richtig dann abends sich was Schönes zu kochen und auf was ich mich denn so freue. Und ich so, außer auf Arbeit. Weil Arbeit macht mir halt echt viel Spaß, ne? Also das ist für mich halt, wie gesagt, teilweise einfach mein Hobby. Und die hat gesagt, ich muss mir halt außerhalb von dem auch mal was suchen. So ein paar Routinen, außer Sport und irgendwie nur arbeiten. Und das hat mich irgendwie so dazu bewegt, vielleicht mal einen Garten dabei zu denken oder so ein bisschen sich mit mir selber auseinanderzusetzen. Ein Stehklo. Genau. Herzblume rosa, Alpenveilchen blassrosa. Oh, und eine Tulpe weiß. Oh. So, okay, das ich verkaufe jetzt mal mein Stuff und dann. Was wollen die eigentlich? Der will nur die Dinge rot, okay. Let's go! Yay. Ja. So. Ah ja. Blablabla. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier einmal eine Pflanzenherzblume. Wo soll die hin? Das sind doch die Herzblümchen, oder? Aber habe ich die nicht schon in rosa? Nee, in rosa habe ich die noch nicht. So, dann wollen wir auf jeden Fall noch hier. Alpenveilchen, blassrosa, ja, da. Und dann wollen wir noch die Tulpe weiß. So. Schön. Einfach nur Coziness, 1 Million. Oh, ups. Pfam. So einhauen, fertig. Das ist schon bewässert, das passt. Ich bewässere die nochmal weiter hier alles nochmal schön. Wasser, Wasser, Wasser. Es ist nicht mit das Beste, wenn das Hobby dein Beruf ist. Ja, es hat seine Vor- und Nachteile, ne? Weil man kennt kein Ende. Ich finde aber trotzdem, dass es gut ist. Ich muss einfach nur lernen, mit mir selber ein bisschen mehr anzufangen. Ich habe jetzt ja gerade so zur Aufgabe gemacht, ich gehe immer so jeden Tag mindestens meine 10.000 Steps, höre einen Podcast, gehe laufen, spazieren, gehe mal allein irgendwo hin, frühstücken, mache gerade viel einfach alleine, weil ich muss ehrlich sagen, ich als Frau bin jetzt zum Beispiel nie allein mal in ein Restaurant gegangen. So, why not so, ne? Ist doch nichts Schlimmes. Und da gewöhne ich mich einfach so dran, so ein bisschen mehr mit mir selber mich zu beschäftigen. So einfach zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Feeling, aber einfach mal so zu sagen, das ist vielleicht für euch das Normalste. Oh nein. Das ist vielleicht für euch das Normalste der Welt. Aber für mich war es immer so, jetzt allein in die Stadt mal irgendwo auf eine Bank setzen, Buch lesen, in der Sonne allein chillen. Ne, nie allein gemacht. Und das mal jetzt so zu machen, ist schon ganz cool eigentlich. Ich bin so richtig stolz auf sich. Ich habe jetzt so viele Sachen in letzter Zeit gemacht und durchgezogen, ganz alleine, wo ich echt sage, boah, ey, ich bin jetzt so unabhängig geworden. Also man fühlt sich dann auch so richtig unabhängig. Ich mag auch ungern so etwas allein. Ich bin ja auch noch nicht erwachsen, aber ich gehe voll gerne mit meiner Mom wohin. Ich gehe aber manchmal auch voll gerne Radfahren. Muss doch richtig. Ich mache mal allein essen, Kaffee trinken oder Kino. Ja, allein mal ins Kino gehen. So, ich habe so eine Freundin, die macht das auch einfach mal alleine. Und ich mache das jetzt einfach. Das ist so für viele einfach das Normalste der Welt. Aber ich habe es nie allein gemacht. So, why eigentlich nicht? Ich habe ja genug Freunde, aber man muss es auch mal einfach allein machen. So. Das ist total seltsam. Nach Trennung bin ich gerade zwangsweise in die Situation geraten und war nun das Wochenende allein mit meinem Hund im Sauerland wandern. Es war seltsam, aber auch manchmal entspannt. Genau das mache ich ja auch gerade durch. Genau deswegen, ja. Aber zu wissen, dass es was Schönes ist, weißt, dass man einfach das macht, nicht weil man denkt, oh, ich bin wieder allein, sondern einfach es zu genießen. Einfach es zu genießen. Allein ins Kino wäre mir zu unangenehm, findest du? Ich finde, es hat so was Erhabenes. Ich finde es halt schon so was Erhabenes, so allein ins Kino gehen. Ganz ehrlich, ich finde das geil. Oder mal alleine irgendwo sich auf eine Bank setzen im Sommer.
Allein spazieren, allein joggen, allein ins Café gehen, allein brunchen. So Sachen einfach mal. Allein. Kann ich mir gar nicht vorstellen ins Kino. Ich mache so Dinge schon ewig allein. Manchmal finde ich das sogar schöner. Ja. Genau. Und man wird dann auch manchmal so bemitleidenswert von Leuten angeschaut, wo ich mir denke, ich fühle mich nie so gut. Ich habe mir nie so gut gefühlt, dass ich sowas mal alleine mache, weil ich es mir nie vorgestellt habe, das allein zu machen. Hätte ich irgendwie ein komisches Gefühl dabei. Also wie gesagt, ich mache auch viel mit Freunden, ne? So ist es nicht. Aber ich mache auch immer mal wieder bewusst die Dinge alleine. Und das tut gut. Das tut gut. So Sachen, die ich früher auch ungern allein gemacht habe, wo ich wusste, oh, jetzt muss ich allein zum Amt, jetzt muss ich allein das machen, oh, jetzt muss ich alleine irgendwo in eine fremde Stadt fahren, gar keinen Bock. Oh, da hole ich mir lieber jemand dazu. Und die Dinge einfach allein zu machen, die machen einen echt selbstständig. Ich war irgendwann an dem Punkt, an dem ich gesagt habe, warum sollte ich nicht alleine in Urlaub fahren, nur weil ich niemanden habe, der mit mir fährt. Alleine Urlaub hat auch viel Vorteile. Ja, eine Freundin von mir geht jetzt ganz gezielt allein Urlaub. Die hat gesagt, sie nimmt mich nicht mit, sie hat keine Lust, sie geht allein. Ich so, danke. Weil die gesagt hat so, warum nicht? Ich gehe jetzt alleine in den Urlaub und sie freut sich richtig. Sie hat es so geil. Ich liebe diese Frau so sehr. Sie freut sich schon, wenn sie am Strand ist. Dann zieht sie ihren schönen schwarzen Bikini an mit ihrer fetten Schleife. Dann zieht sie sich ihre schwarze, schöne Brille an, holt sich irgendwie einen schönen Cocktail und dann chillt sie da am Strand und beobachtet die Leute. Also so richtig cool hat die das beschrieben, wo ich dachte, ja, you're right, just do it. Wer weiß, wann wir das nächste Mal wieder allein sind, Leute. Wer weiß, who knows. Ich habe mir angewöhnt, einmal im Jahr für eine Woche alleine zu reisen. Das ist so entspannt, ja. Vor allem auch mal ganz ohne Podcast. Wann habt ihr euch das letzte Mal so ganz allein in euren Gedanken verloren und euch selber mal mit euch selbst auseinandergesetzt? Ich so lange nicht mehr. Wirklich mal so die Gedanken einfach so kreisen lassen. Das war wirklich mal sehr interessant. Also auch mit Partner mache ich viele Dinge allein. Urlaub, Konzerte, Seminare, Café. Das ist uns völlig normal. Das tut der Beziehung richtig gut. Man hat sich richtig viel zu erzählen. Das ist auch was ich künftig auf jeden Fall weiterführen werde. Auch mal einfach so ganz alleine Dinge für mich zu machen. Einfach für mich zu haben. Ich freue mich drauf. Jede Nacht. Oh, schon fertig. Nice. Cool. Keine aktiven Aufgaben. Geil. Dunkelgrün. Haben wir doch, oder? Ist doch dunkelgrün. So. Okay. Ich glaube, ich hätte Angst, in der heutigen Zeit allein in den Urlaub zu fliegen. Ja, natürlich müssen es schon Orte sein. Also ich meine ja, gewisse Dinge mache ich als Frau auch nicht. Meine Freundin zum Beispiel meinte, was sie einfach nervt, sie hat schon so einen Trick, sie zieht sich einfach den Ring an und sobald jemand kommt, sagt sie, ich bin vergeben. So, weil halt auch manchmal oft schon, wenn man halt als Frau allein ist, klar, wirst du vielleicht auch mal öfter angesprochen, wenn du mit einer Freundin bist und damit dann nicht irgendwie Diskussionen starten, hat sie einfach ihren Ring und sagt dann so, bin vergeben. Aber ich würde natürlich auch an gewisse Urlaubsorte niemals alleine gehen, das muss ich auch sagen. Also ich glaube, Urlaub allein... Vielleicht für ein Wochenende mal, aber jetzt nicht auf Dauer. Ich würde niemals irgendwo alleine reisen wollen, weil ich einfach zu sehr Angst hätte. Dafür habe ich schon zu viel abgefuckte Sachen gehört. Ich glaube, so geht es euch ähnlich. Also, das würde ich nicht machen wollen. Oh, hier ist wieder was Neues. Ich komme mit! Ja, Lara! Hey Lara, du musst dieses Spiel hier spielen. Das ist so unfassbar cozy. Das ist so unfassbar toll. Oh, danke, Lari. Lari. Wir gehen jetzt eh bald in Urlaub. Ja. Wo ist noch was? Ja, Lara, du musst das Spiel spielen. Du wirst es lieben. Das ist so ein tolles, geiles Game. So, wir waren noch irgendwo Viecher, oder? Ah, hier. So. Die habe ich, glaube ich, komplett vergessen, oder? Ja. Das Spiel ist super cute. Hast du schon gespielt? Rose-Rot habe ich schon. Tulpe-Rot, Tulpe-Schwarz pflanze ich. Dunkelrot habe ich schon. Blassgelb habe ich auch schon. Nieswurz-Weiß habe ich auch schon. So.
Tulpi. Tulpi. Bam. Haben wir eine Aufgabe bekommen? Hier, Sonnenblume gelb und Narzisse gelb. Ach, der will die Samen haben, der alte Sack. Kann ich da irgendwie auch was an Teilen rausnehmen? Was wollte der? Und Sonnenblume gelb habe ich doch auch, oder? Ja. Nice. Der ist voll auf Sonnenblumen hängen geblieben, ey. Noch nicht, sehe ich gerade das erste Mal. Und Minami Lane musst du ausprobieren. Minami Lane ist auch so geil. Es gibt so viele gute Cozy Games, die du dich reinstürzt. So, und Sonnenblume. Und das sind die Aufgaben für heute auch schon erledigt. So, dann gucken wir mal, ob wir hier so ein paar... Ach, und von wegen, die anderen Leute können denken, ich hätte keine Freunde, mich bemitleiden, komisch gucken, ist Bullshit. Die meisten denken immer viel weniger über dich nach, als du denkst. Erstens das und zweitens musst du mal einfach so in dir... Also die wenigsten Leute können sich ja mit sich selber auseinandersetzen. Ne? Deswegen bin ich zum Beispiel auch nie alleine essen gegangen, weil ich mir gedacht habe, was mache ich denn dann? Also eigentlich voll bemitleidenswert an mich selbst, dass ich nicht wusste, was ich mit mir selber anfange. So, was mache ich denn mit mir selbst? Beim Essen. Denkt da jemand komisch? Nein, das ist das Geilste, was du machen kannst, weil du brauchst niemanden zum Reden. Du hast dich selbst. Das sehe ich genauso. Wir haben jetzt gleich genug Kohle für unsere Brücke. Machen wir mal ein paar Blumis ab. Und dann machen wir ein paar Sträuße. Und dann haben wir das Geld morgen. Dann machen wir eine Brücke hier ready. Geil, geil, geil. So ein paar weiße auch. Toll. Toll, toll, toll. Ich overthinke da viel zu viel. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber wie gesagt, es ist wirklich toll. Vor allem, das ist das Nächste. Man kommt alleine auch viel schneller mit Leuten ins Gespräch. Also wirklich, du findest viel schneller Leute und lernst die kennen. Teilweise, nicht immer, aber an manchen Tagen schon. So, ist voll der Rap hier. Dudum, dudum, dudum. Geil. Let's go. Ich habe mich jetzt endlich mal überwunden und werde 2 Wochen allein in Urlaub gehen. Eine Woche Ägypten im Meerbaden nur für mich sein. Das ist schön. Aber pass auf dich auf. Pass trotzdem auf dich auf. Einfach aufpassen. Ich würde jetzt halt nie irgendwie so alleine so Waldtouren und sowas machen als Frau. Es gibt schon so Dinge, wo ich sage, die will ich einfach nicht machen. Vielleicht auch aufgrund meiner schlechten Erfahrungen. Nein, nein, nein. Aber so ein paar Sachen gibt es schon, wo ich sage so, no, no, never, ever. Ich will hier noch lebend rauskommen. Da hat man einfach mit manchen Erfahrungen zu viel Schiss. Aber man soll sich auch wohlfühlen, ne? Ich bin dafür zu schüchtern, glaube ich. Aber lass dir Zeit. Also ich hätte es früher auch nicht gemacht. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit und dann passt es. Ich vergesse immer die Blumen hier. Kann man sich eigentlich auch so einen süßen Waldboden bauen? Ich glaube schon, ne? Gucken wir mal. Waldboden, Froschteich, Geschenkpapier, normaler Stein, Laternendings. Es gab doch bei der, aber jetzt fange ich mal nicht an, hier mein Geld auszugeben. Ne? Jetzt ziehen wir die Brücke durch, weil du... Danke, Cindy, für den Sub. Danke für die ganzen Subs, Süßes. Die lese ich gleich vor. Ihr könnt nämlich auch so süße Bodenplatten bauen. Das wollte ich eigentlich auch noch machen. Das will ich eigentlich auch noch machen, gell? Ich kann nicht aufhören. Was will der schon wieder? Sonnenblume, Narzisse rot.
Zimmeralli. Dunkel, das habe ich noch nie gehört. Und Schnitte. Eine Schnitschen, du. Oh nein. Oh nein. Also ich werde jetzt echt als nächstes mir nochmal was für Insekten holen. Das ist so nervig, dass man das hier in die Ecke mal reinstellt. Hier ist noch irgendwo was. Ah, hier hinten. Ich wusste nicht mal, was seine ist. Ist auch irgendwas befallen? Da. Hier auch schon wieder. Ja, aber ich habe hier doch was hingestellt. Oh, wieder eine neue Pflanzenart entdeckt. Cool. So. Scheint wieder alles clean zu sein. Ne, sonst höre ich nichts mehr. So. Flieder in rosa. Oh ja. Wie schön. Ja, sagen wir da. Das ist eine Funk hier. Aber ich glaube, die haben wir ja auch schon. Die Funk hier haben wir jetzt ja auch schon echt oft. Die Funky. Funky, funky. Hm. Haben wir auch. Hortensie weiß. Dieswurz hellrosa haben wir auch schon. Alpenfeilchen weiß noch nicht, gell? Narzisse gelb. Funky Flieder. Aber ich hätte jetzt tatsächlich wirklich mal gerne diese Narzisse. Alpenfeilchen machen wir hier hin. Ah, ne, hatten wir auch schon. In. Ja. Die will der ja in Rot haben. Oder was wollte der? Schnitten. Schnitschen. So, dann wollte der Narzisse rot. Und Sonnenblume rot schon wieder. Das kriegt er nämlich selber nicht hin, der Bro. Okay, jetzt gehen wir mal in und gucken, ob wir genug Cash haben. Ich möchte mich morgen mal trauen, allein einen Kaffee zu setzen und zu zeichnen. Ja, voll schön. Do it. Just gnu it. Rot, Sonnenblume. Hey, wir haben ein paar verschiedene Sonnenblumen. Cool. Pflanzen wir an. Oh, hallo an alle. Hallo an alle, die dazugekommen sind, die kleinen Ferkelchen. Welcome to a cozy game. Bim, bim. So, was haben wir hier? Einmal Sonnenblume gelb. Sonnenblume orange. Hello. What are you doing here? Die gelbe trotzdem auch nochmal hier hin. Und wir haben nochmal eine rote, habe ich gesehen. Das ist sehr gut. Die pflanzen wir hier hin. So, nochmal alles hier bewässern. Und wir haben genug Geld für die Brücke, Leute. Yay! Wupp, 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 wupp. Genug Cash für die Brücke. Geil, geil. Der Gartenschlauch. Holt euch so schnell es geht den Gartenschlauch. Ich sag's euch. Das ist einfach Blessing. Blessing. Bless, bless, bless. Das geht dann alles so easy. Ich find's aber schwierig. Man sieht bei denen leider nie den Ass bei den Blumen. So. Yay. Das haben sie auch so cozy gemacht. Wo ist eigentlich mein Flieder? Mein rosaner Flieder? Ist der schon gewachsen? Nee, der wächst noch. Okay, dann fehlt nur noch der. Aber das, was der hat, habe ich noch nicht. Jetzt machen wir mal die Brücke. Geil, Leute. Als nächstes weg mit dem Schutt. Oder das hier, der schwarze Schuppen. Das hätte ich auch gerne. Das haben wir auch schon. Holzzaun. Geil. Okay. Das heißt, wir fahren jetzt nach Hause und gucken, was morgen anders ist. Yay! Jetzt bei den einen Endboss bei dem Spiel. Ich hoffe nicht. Ein cozy Blümchen-Game. Ich lieb's. Baue die Brücke wieder auf. Ja!
I'm glad that whoever originally built the garden decided to build over the stream instead of just putting the fence down in front of it. Yeah. How many times can you say you've seen a garden with this kind of character? Yeah. At some point, I put some planks down to be able to get to the other side, but someone must have come in and taken them away. Still, this is much better. And it looks like the contractors did a really great job at reinforcing the bridge so that it won't collapse again. Geil, süß. Cool. Ah, hello. It's a pleasure to finally meet you. I'm Emma. It's funny. Your garden is full of decorations my company designed and produced. I work for Rodriguez Monge and Kloss. They're probably most famous for the frog collection, but they don't produce them anymore. That's why I'm here, actually. For a friend, I have to find one of the frogs I don't have anymore. I thought you might, and in return, I can give you one I do have. I would very much appreciate it. Ultimately, I'm glad we started designing other things than frogs, but other people still love them. Anyways, thanks. Have a nice day. Mhm. Cool, wir haben voll viel neuen Platz. Guckt mal. Crazy. Werkzeug platzieren? Ah, nee. Oh, wie schön. Also, was wir auf jeden Fall machen müssen, wir machen jetzt den Platz hier auch richtig schön. Und dann kann man ja noch den Schutt wegräumen. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich will es wieder hinbauen. Moment. Kann ich hier einfach hinplatzieren? Ach so, cool. Das könnt ihr sogar platzieren, wie ihr wollt. Das ist ja nice. Geil. Könnt ihr sogar hinplatzieren, wie ihr wollt. Muss also nicht hier stehen. Das ist ja cool. Vielleicht machen wir das sogar dahin. Obwohl, ich finde es eigentlich ganz schön hier. Wow, jetzt haben wir endlich wieder voll viel Platz. Wir können neue Sonnenblümchen machen. Das mache ich gleich mal. Ist das schön. Ist das schön. Ist das schön. Das ist wirklich toll, ne? Guck mal, pack mal ein paar Pflanzen hier noch so rein. Ich habe jetzt ja noch so viele. Okay, die place ich da drüben jetzt mal alle. Die Iris zum Beispiel. Die Herzblumis. Kein Platz für mehr Pflanzen. Was? Wie, es gibt keinen Platz für mehr Pflanzen. Die limitieren mich hier jetzt einfach. Why? Ah, erfülle Emmas Anfrage. Was hatte die denn für eine Anfrage? Ein Zauberfrosch soll ich herstellen. Ah, witzig. Ein Zauberfrosch. Hier. Da brauche ich einmal einen Frosch, Schnitte. Und wo kriege ich denn einen Frosch her? Einen ganz normalen. Geschenkpapier und Schnitte. Wisst ihr, wo ich einen normalen Frosch herkriege? Kann ich nicht einfach hier einen nehmen? Oder muss ich den bei der alten Lady kaufen? Pack mal kurz das hier rein. Du könntest auch Kletterpflanzen und Pavillonpflanzen. Oh ja, das ist eine gute Idee, aber ich weiß gerade nicht, wo ich diese Dinge herkriege. Vielleicht wisst ihr das. Wo ich die Möglichkeit habe, diese Dinger hierher zu bekommen. So, wir gehen jetzt mal kurz einen Frosch holen. Oh, sorry about the mess. Come on in. So long. Mein Frosch. See you next time, dearie. Kann ich da ein paar Sachen reinpacken? So. Küsse einen Prinzen und wer wird ein Frosch? Und wer wird ein Frosch? So, jetzt haben wir einen. Und wir haben auch neue Quests natürlich wieder. Nehmen wir immer an. Die würde ich immer machen. Das kann ich euch sehr empfehlen. So. Also, Geschenkpapier. Da brauche ich einen Laubhaufen. Okay, das heißt, wir holen uns mal die Rosen.
Boah, ist da viel Laub davor. So. Ich liebe diesen Baum auch. Das ist so schön, ne? So, und dann müssten wir den eigentlich machen können, den Froschen. Ja! Ich habe einen Zauberfrosch. Den place ich jetzt hier irgendwo, oder? Warum sieht's, warum erkennt sie? Ach so, den muss ich ja schicken, ne? Hab den Wilsi geschickt bekommen. Na gut, ich hätte ihn gern selber behalten, aber dann. So. Okay, Leute. I see you were able to find the frog I asked for. It looks like you made it yourself. Quite ingenious. I think my friend will love it. This is the one I can give you in return. Maybe you can also find a way to make this yourself. That would be quite excellent. Thank you again. It is nice to see the garden being used. I didn't know Robin very well, but I think they would be very happy to see the work you're doing. Yeah. She's right, you know. I am happy. This is exactly what I wanted the garden to be. Oh, just look at how happy you're making people. Ja. Als nächste Aufgabe würde ich gerne... Ach komm, wir können sogar eine Smaragdbrücke draus machen. Witzig. Natürlich hier den weg mit dem Schutt. Denn wenn wir das machen, Leute, können wir hier nach hinten und dann haben wir ein riesen Gewächshaus und da geht die Party noch weiter. Das heißt, was ich jetzt aber auch noch als erstes mache, ist, ich hole mir jetzt nämlich nochmal was gegen Ungeziefer. Und dann würde ich in der nächsten Folge drauf bauen, dass wir den Schutt wegmachen. Ist für mich, wie gesagt, immer noch eines der cozy Games überhaupt. Die einen übrigens auch lange am Ball halten. Also ich liebe auch Minami Lane und so, aber das ist wirklich was, was einen wirklich lange am Ball hält. Was Spaß macht, was beruhigt, was cozy ist. Gib mir gerne weitere Tipps und Tricks, auch gerade, warum ich keine weiteren Pflanzen pflanzen kann. Das macht mich gerade ein bisschen sad. Aber sagt mir einfach gerne Bescheid. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne viele Daumen nach oben da, das ist gut für den Algorithmus. Und Kommentare vor allem auch unbedingt gegen die Bots, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es weitergeht und wir den Schutt wegbauen.